Guten Tag, mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Dorn und Reuschel. Ja, und heute stehen an den internationalen Börsen die Arbeitsmarktdaten im Fokus, nachdem schon vor 2 Tagen die Bundesagentur für Arbeit die Märzzahlen veröffentlicht hat und bekannt gegeben hat, dass die Anträge auf Kurzarbeit auf 470.000 förmlich nach oben geschnellt sind. Wurden heute aus Spanien 300.000 neue Arbeitslose vermeldet. Und gerade eben liefen die Nachrichten über den Ticker über den US-Arbeitsmarktbericht und dort sind die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung heute noch einmal auf über 6,6 Millionen nach oben geschossen, nachdem wir schon in der letzten Woche mit knapp über 3 Millionen Erstanträgen eine Verzehnfachung gesehen haben. Hier wird wieder mal deutlich, dass wir in Amerika eben einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt haben und die Unternehmen sehr, sehr schnell auf sich eintrübende Geschäftsaussichten reagieren und entsprechend eben ihre Mitarbeiter aus dem Beschäftigungsverhältnis entlassen. Der DAX tendierte heute Morgen noch relativ fest bei etwa 9.600 Punkten, hat mit der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten aber deutlich verloren und liegt im Moment so bei 9.400 Punkten. Das sind etwa 1,5% tiefer als heute Morgen. Ja, und das zeigt auch, dass je nach Reinlaufen der neuen volkswirtschaftlichen Daten in den kommenden Wochen es sicherlich immer mal wieder zu erhöhten Schwankungen an den Aktienmärkten kommen wird und möglicherweise auch die Tiefpunkte, die wir vor 2 Wochen gesehen haben, noch einmal getestet werden. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, was die Corona-Pandemie angeht und auch bezüglich der Auswirkungen auf Konjunktur- und Kapitalmärkte. Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage www.donner-reuschel.de oder folgen Sie uns auch in den sozialen Medien bei Twitter, LinkedIn, Facebook, Xing oder Instagram.